hiermit. Ah, hier sind die Scherben. Holen wir die direkt mal. Ach, die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wunderbar. Einmal zu viel sogar. Alle wieder einsammeln. Einer fehlt noch. Und Scherben habe ich auch noch nicht alle. Also, boah, ist das da hell. Das war auch schon wieder der Vormittag. Was ist denn hier los, ey? So, 10 Stück da dran. Macht mal Platz. Boah, ist hier noch ein Gebiet. Ist ja übel. So, was macht der noch mal? Der stirbt jetzt direkt, komm. Machen wir im Eiltempo hier. Wo ist der letzte? Da war er. Ach, ich bin jetzt wieder am Anfang. Da ist mein Schiff. Bin ich jetzt einmal im Kreis gelaufen. Und das ist die Brücke. Ah. Gut, dann ist es doch kein großes Gebiet mehr. Holen wir hier einfach mal 7 Stück. Einer noch. Ja. Schleppt er das Zeug schon mal nach Haus. Ich glaube schon fast, dass es nicht funktioniert hier. Nicht alle. Alle. Jo, 2 sind nur irgendwie haben überlebt. So. 7 Stück sind unterwegs, 5 sind schon kaputt. Geil. Was mache ich jetzt mit dem Vieh? Kapiere ich immer noch nicht ganz. Die Brücke ist nicht fertig. Wo finde ich jetzt Scherben da oben? Muss ich die ganzen gelben hochpfeffern? Boah, hat genau gepasst. Ist ja jeck. Wie laufen wir gleich wieder zurück? Nein. So, 86 von 94. Ein paar Scherben muss ich jetzt noch mal holen. Dann müsste das Ding ja jetzt auch fertig sein, oder? Und eine große Batterie. Kann ich da was machen? 20 Stück brauche ich. Gut. Wird aufgesammelt. Ding, ding. Oh, jetzt kommt die Ultralampe.
beginnt der ultimative Endbosskampf, den ich ganz geschickt so angehe. Ich hoffe, das Vieh wehrt sich jetzt nicht zu doll. Oder doch? So, 7-8 habe ich wieder. Wo ist die Motte hin? Die sitzt da. Wenn ich mit Steinen bewerfe, wird jetzt nicht so extrem. 85. Oh oh. Zwei wieder in. Nein. Schon wieder fünf weg. Übel. Wieder drei weg. Müsst vielleicht mal nicht die schwersten nehmen, die gar nicht fliegen, sondern vielleicht die leichtesten. Und alle droppen. So. Jetzt hat das hinter sich und wir genug Viecher verloren. Ach, der Captain. Da ist das Ding geflogen. Auf, es geht dir gut. Möglicherweise müffle ich etwas, aber das liegt nur daran, dass ich mich dieses Vieh verschluckt hatte. Aber keine Angst, Captain Charlie ist wieder da und alles wird. Captain, unser Überlichtschlüssel ist weg. Was? Ohne ihn kommen wir nicht mehr zurück nach Kopai. Diesen Logbucheintrag habe ich im Bauch des Ungeheuers gefunden. Logbuch 5. Heute fand ich etwas, das wie ein Schlüssel aussieht. Vielleicht der Schlüssel zu einer Schatzkiste oder der Schlüssel zum Starten einer Maschine. Wie dem auch sei, er ist ein perfektes Mitbringsel für meinen Sohn auf Hokodate. Nicht die einzigen intelligenten, klugen Lebensformen. Der Gegenstand, den diese Person gefunden hat, kann nur der Überlichtschlüssel der Drake sein. Oh, jetzt habe ich sogar drei Anführer. Spiele ich sogar El Chefo. 16. Okay, von denen sind wirklich am wenigsten da. Wir können die das dicke Vieh nach Hause bringen. Und Tatsache. Dann sammeln wir noch ein paar Sechsen. Ach nee, davon, das ist ja egal. Bringt mir ja gar nichts. So, ist hier noch irgendwas? Ich hoffe, ihr nehmt den kurzen Weg. Oben die Batterie. Nö. Hier hinten in dem Raum war auch nichts. Ist ein bisschen wild rumgeflitscht, tut mir leid, aber... geht gerade nicht anders. So, jetzt ist die Motte auch endlich weg. Was machen wir jetzt hier? Ach, da ist noch so ein Käferchen. Oh, gucken wir mal. Haben wir jetzt noch genug? Wow, die dicke Motte. So. Dann pfeffer ich jetzt einfach davon genug drauf. Okay, Alf hilft nicht beim Tragen.
Das hat er auch schon fast wieder gegessen. Gibt es noch was, was ich erledigen könnte? Hier ist noch was im Wasser, hatte ich eben schon mal gesagt. Hier ist auch noch was auf der anderen Seite vom Wasser. Bringt mir irgendwie alles nichts. Den Tag kann ich dann auch beenden. Mit 12 Verlusten. Die dicke Motte da rein, kein Problem. Ah, und da kommen auch wieder die schwarzen Knospen. Ich wollte gerade sagen, das ist noch eine Frucht. Ja, für mich ist der Tag dann gegessen. Ohne Wasser-Pikmin gibt es hier nichts mehr zu holen. Alle sind zu Hause. Obwohl ich könnte noch. Macht man halt noch ganz freaky. Obwohl davon habe ich genug. Jetzt habe ich mal mehr Schwarz als alles andere. Ja. Dann sammle ich einfach noch ein paar Rote ein. Komm. Wunderbar. Immerhin noch ein paar. ...92, 90 ist relativ gleichmäßig. Und einen hatte ich wieder irgendwo verpisst hier. Jetzt haben wir sogar von den roten am meisten, oder? Nee. Zwei gelbe würden fehlen, aber das lasse ich jetzt mal so. Jetzt muss ich nur gucken, kann ich den Tag beenden? Ja. Sollten alle überlebt haben, keiner zurückgelassen. Okay, alle überlebt nicht, aber keinen zurückgelassen. Wunderbar. Eine Frucht oder zwei? Ich weiß gar nicht. Ich glaube nur eine dann. Ja. Heldinnenträne. Die muss eigentlich für die Schwierigkeitsgrad schon 2 bringen. Tatsache, die bringt 2. Zwei, drei Viertel. Davon hätte ich gern mehr. Gibt's aber nur eine von. So, auch mit komplettem Team. Also mit 3 Mann brauche ich auch nur eine Versorgungsflasche am Tag. Gut zu sehen mit den Fels-Pikmin, dass sie erst so langsam absacken und am Ende dann auf den ersten Rang mit hochgehen. Ja, das war Tag 10. Team ist wieder zusammen. Können wir auf Schlüsselsuche gehen. Mit Hilfe der gelben Pikmin besiegten wir auch die zweite riesenhafte Kreatur. Unglaublich, sie spuckte unseren Kapitän aus. Er wurde am Stück verschluckt, aber er lebt. Das ist unser Captain. Ich kann noch so viel von ihm lernen. Der Gestank ist allerdings furchtbar. Als wir den Captain von den essbaren Früchten dieses Planeten erzählten, wirkte er überglücklich. Ja, der hat jetzt 10 Tage gehungert in dem Magen. Da wäre ich auch happy. Tag 11. Und jetzt